dann also auch von mir nochmal hier jetzt recht herzlich willkommen heute hier zum Live-Trading. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Ich hole mir mal gerade kurz das Fragenfeld hier rein. So, jetzt muss ich das hier noch ein bisschen vergrößern. Ah, da haben wir es. Okay, prima. Also, ja, Ton und Bild gut. Ich hoffe, das stimmt auch für mich, weil ich begrüße euch hier ganz recht herzlich heute aus der Schweiz, aus dem schönen Davos. Wenn ich hier aus dem Fenster schaue, dann gucke ich direkt in die weit übersäten Berge. Heute ist es direkt ganz schön. Sonne scheint, Wolken hängen zwar sehr, sehr tief, die hängen hier fast bis ins Tal. Aber die letzten zwei Tage hat es viel geregnet und heute ist hier wenigstens mal ein bisschen Sonne. Ich hoffe, bei euch ist es auch ganz schön. Und von daher kann das sein, dass vielleicht mein Ton heute nicht perfekt ist. Das bitte ich zu entschuldigen, aber ich bin hier noch bis morgen bei einem Coaching, bei einem Kunden. Und da machen wir jetzt im Prinzip direkt von hier das Live-Trading. So, bevor wir anfangen, müssen wir hier wie immer ganz kurz so einen kleinen Risk-Disclaimer durchlaufen lassen. Also ich sage, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu mir. Ich denke, alle, die hier heute dabei sind, die wissen, wer ich bin und was ich mache. Von daher schenke ich mir das heute. Wir fangen hier direkt an mit einem Risikohinweis. Ja, also Trading ist immer mit erheblichen finanziellen Risiken verbunden. Dabei kann es zu hohen Kapitalverlusten bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Tradet daher bitte immer nur mit Kapital, was ihr euch leisten könnt zu verlieren. Also Trading-Kapital sollte immer Kapital sein, was ihr irgendwo auch ein Stück weit übrig habt. Ja, ansonsten bitte ganz klar, bevor ihr Live-Trades absetzt, informiert euch ausreichend über die Märkte und über die Produkte und übt im Vorfeld auf einer Demo und schaltet erst aufs Live-Konto, wenn ihr auf der Demo erfolgt. Ja, kleine Offenlegung, ist vielleicht heute auch ein bisschen albern, weil wir hier live traden. Von daher werdet ihr ja sehen, dass hier dann Positionen noch offen sind. Allerdings kann es sein, dass in einigen Märkten vielleicht auch schon auf anderen Konten von mir Positionen geöffnet sind und ich vielleicht deswegen auch nicht immer ganz, ganz objektiv bei der Beurteilung bin. Das bitte ich zu berücksichtigen. Von daher, wenn ihr hier Analysen oder Trades seht, setzt bitte nur das um, was für euch selber auch Sinn macht und was auch eurer Trading-Strategie irgendwo entspricht. Okay, das soll es dann auch hier soweit erstmal gewesen sein. Ich würde sagen, wir starten hier direkt mit einem Blick auf die Märkte. Es ist ein bisschen schwieriger für mich heute als normalerweise, weil ich eben jetzt hier auch nur einen Bildschirm habe. Ich sitze hier am Notebook und halte hier das Webinar vom Notebook. Von daher muss ich hier hin und wieder mal die Fragen reinschalten und da parallel ein bisschen drauf schauen. Also wenn ihr Fragen habt, bitte gerne einfach direkt in den Chat rein. Das taucht dann bei mir hier als Frage auf und dann werde ich auch versuchen, das zeitnah zu beantworten. Vielleicht fangen wir einmal ganz kurz an bei mir so ein bisschen mit der Tagesvorbereitung. Das, wie es bei mir normalerweise abläuft. Wir bewegen uns jetzt hier heute im Forex-Markt. Was anderes schaue ich mir jetzt auch erstmal gar nicht an. Im Forex gibt es eigentlich immer genug Trading-Gelegenheiten. Da haben wir massig verschiedene Märkte, die wir uns anschauen. Und ja, ich zeige euch mal so ein bisschen, wie ich da vorgehe, wie ich versuche, die Vorteile an den Märkten zu finden und wie ich festlege, welche Trades ich umsetzen möchte und welche vielleicht eher nicht. Das fängt bei mir eigentlich immer an mit dem Blick auf den Wirtschaftskalender. Ja, heute ist hier Donnerstag, der 14. Da sehen wir schon, es sind ein paar Sachen schon gekommen. Also wir haben schon den Riggs Hauspreisindex in Großbritannien gehabt. Wir haben hier schon ganz wichtig Arbeitslosenzahlen in Australien gehabt. Industrieproduktion in China war auch aktuell. Und dann hatten wir jetzt hier auch in Deutschland schon um 8 Uhr den Verbraucherpreisindex. Kein großes Event, ja, ungefähr gekommen wie erwartet. Ich glaube, der DAX ist heute früh gleich ein bisschen runtergegangen. Das hing aber wahrscheinlich eher damit zusammen, dass wir gestern nach der FED noch einen kleinen Abverkauf an den US-Indizes gesehen haben. Also da mache ich jetzt weniger den Verbraucherpreisindex für verantwortlich.
Ja, was haben wir heute noch auf dem Plan hier? Ganz wichtig, 10.30 Uhr Großbritannien Einzelhandelsumsätze und 13.45 Uhr haben wir hier Zinsentscheid in Europa. Das wird interessant werden. Ja, für mich war gestern die Fed so ein bisschen so ein Non-Event. Das war relativ klar, was da passiert mit den Zinsen. Das war auch keine große Überraschung. Die große Bewegung ist auch gestern eigentlich erst gekommen, nachdem wir die Zinsentscheidung hatten und die Rede von Powell gestartet ist. Ja, und da kam dann raus, dass die Amis also doch anscheinend vorhaben, dieses Jahr viermal die Zinsen anzuheben. Und da hat dann auch der Markt entsprechend darauf reagiert. Da sind dann die Indizes ein bisschen abverkauft worden. Wir haben recht große Bewegungen noch gesehen im Dollarindex und im Euro und auch in den anderen Währungen. Ziemlich nervöse Bewegungen gestern. Ein relativ schneller Richtungswechsel nochmal drin gewesen abends. Aber das können wir uns auch gleich nochmal auf den Charts anschauen. Also auf jeden Fall, wenn ich hier sehe, dass heute um 10.30 Uhr Einzelhandelsumsätze in Großbritannien dran sind und um 13.45 Uhr EZB, dann möchte ich jetzt auf jeden Fall erstmal in der Zeit, wo wir jetzt hier im Live-Trading sind, keine Währungspaare handeln, wo das britische Pfund mit drin ist, weil mir das dann einfach zu heikel ist, hier so relativ kurz vor den News noch was aufzubauen. Den Euro, den würde ich eventuell sogar noch nehmen. Da haben wir noch Zeit bis 13:45 Uhr. Und da kommt ja auch erst um 14:30 Uhr nachher die Rede entsprechend vom Draghi. Da geht es dann auch wieder darum, was der Ausblick ist. Das wird eine ganz interessante Geschichte. Die Amis haben jetzt den Draghi ja auch ein bisschen unter Druck gesetzt, schon wieder die Zinsen erhöht. Die nächste Zinserhöhung steht schon an. Das heißt, die Zinsschere zwischen Europa und USA geht hier immer weiter auseinander. Das ist natürlich ein Stück weit auch ungünstig. Und ja, der Draghi ist jetzt so ein bisschen in der Zwickmühle, na, was er jetzt macht, ob er auch anfängt, die Zinsen anzuheben oder ob er einfach noch niedrig lässt. Das ist Punkt 1. Da wird es sicherlich so werden, dass die Zinserhöhung, wenn sie kommt, sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr langsam gestartet wird, weil ansonsten die ganzen südeuropäischen Länder auch einfach Probleme haben, ihre Kredite weiter zu bedienen. Das wird ein großes Problem werden. Und das zweite große Problem, was die EZB momentan hat, ist, dass sie nur bis zu einer bestimmten Grenze die Anleihen von europäischen Ländern aufkaufen kann. Und diese Grenze, die wird höchstwahrscheinlich zum Ende dieses Jahres erreicht sein. Und damit steht die EZB unter Zugzwang, früher oder später jetzt dieses Anleihenkaufprogramm auch auslaufen lassen zu müssen. Und auch das wird sicherlich die Märkte relativ hart treffen. Also ich bin der Meinung, dass die Entscheidungen der EZB momentan für die Märkte wichtiger sind als die Entscheidungen der Fed. Ja. Und für alle die das nicht kennen, es gibt ein tolles Tool, das nennt sich FedWatch. Das kommt hier von der CME. Ja, und da sehen wir immer für den aktuellen Tag, wie momentan die Erwartungen der Marktteilnehmer sind für die nächsten Zinsschritte der Fed. Und da standen wir gestern mit 96% hier bei 1,75 bis 200 Basispunkte. Das war dann aber eben für die Juni-Sitzung. Die Darstellung für die Juni-Sitzung ist jetzt natürlich nicht mehr enthalten, weil die schon vorbei ist. Jetzt haben wir hier die Darstellung schon für August und im Moment ist die Erwartung bei 98%, dass es im August von der Fed keinen Zinsschritt geben wird. Sehr wohl. Ja, hier für den September sind im Moment 81,5% der Befragten hier der Meinung, dass die Fed die Zinsen erhöhen wird für September. Und da kann man von ausgehen, dass diese Grafiken, die hier dargestellt werden, dass die im Prinzip im Kursverlauf schon eingepreist sind. Ja, das heißt, wenn wir so eine Situation haben wie gestern,
wo wir mit 96-prozentiger Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung erwarten. Da braucht man nicht damit rechnen, dass dann zur Bekanntgabe der Zinsentscheidung, wenn sie denn so kommt, dass es dann große Bewegungen im Markt gibt. Ja. Und damit lässt sich immer ganz gut abschätzen, eigentlich, was die Marktteilnehmer so erwarten. Das heißt, die Erwartungen, die im Moment aktuell sind, ist, für August wird kein Zinsschritt erwartet. Der nächste Zinsschritt wird momentan für September erwartet. Ja, und das wird hier jeden Tag angepasst. Ist eine ganz interessante Seite hier von CME. Okay, dann so, ich schaue mal kurz in die Fragen, ob hier was drin ist. Der Matthias hat gefragt, warum fällt der Dollar, wenn es mehr Zinsschritte gibt als erwartet? Ja, das ist eine gute Frage. Das habe ich mich auch gefragt. Die erste Reaktion gestern war ja auch Dollar rauf. Ja, wir sehen das hier sehr schön am Euro. Wir haben jetzt hier keinen Dollarindex, den können wir uns aber kurz mal im Future anschauen. Da sehen wir das sehr, sehr schön, wie die Bewegung vom Dollar gelaufen ist. So, ja, und hier sehen wir die erste Reaktion auf die Zinserhöhung und auch die erste Reaktion auf die Ankündigung, dass es wohl mehrere Zinsschritte geben wird. Mal kurz auf den 15-Minuten-Chart. Ja, dann sehen wir das hier besser. Na, erste Reaktion war hier ganz klar aufwärts gerichtet und dann hat der Markt hier wieder gedreht. Ja, warum auch immer. I don't know. Am Ende sind wir im Wochenchart hier oben an den Widerstandslevel gelaufen und jetzt im Moment liegt der Vorteil hier halt einfach auf der Shortseite. Also, Fragen blende ich nochmal aus. Also, ich zeige euch jetzt mal ganz kurz, was ich hier auf den Charts so drauf habe. Was ich hier also immer nutze, um den Vorteil im Prinzip zu finden. Also ich schaue immer auf den Monatschart. Ich fange eigentlich mit allem, was ich mache, immer auf den Monatschart an, um einfach einen Blick zu kriegen für das wirklich große Bild. Und da sehen wir im Dollarindex schon, dass wir hier im Moment halt ein bisschen eine schwierige Situation haben. Wir sind hier im Monatschart sehr, sehr schön Anfang des Jahres auf ein ganz, ganz wichtiges Support-Level gelaufen. Ja, wer mein Analyse-Newsletter kriegt, der wird das wissen. Da haben wir oft genug drüber gesprochen, dass wir immer hier unten irgendwo in diesem Bereich mit einem Trendwechsel bei den Amis gerechnet haben, Trendwechsel beim Dollar. Das hat ein bisschen gedauert. Na, wir haben hier eine lange Seitwärtsphase gesehen von ungefähr 8 Wochen. Aber dann sind wir eben hier wieder nach oben gelaufen und die erwartete Bewegung ist hier gekommen. Allerdings sind wir jetzt eben hier auch in einem Widerstandsbereich angekommen. Ja, das ist hier oben diese letzten kleinen Lunden von diesen 2 Monaten. Das ist der Widerstandsbereich. Und deswegen sehen wir im Moment hier auch gerade eine Reaktion zur Unterseite. Also im Moment befinden wir uns hier im Dollarindex jetzt in so einer Art Range. Die ist zwar noch nicht klar ausgeformt, aber es könnte durchaus sein, dass wir uns in den nächsten Monaten auch innerhalb dieser Range aufhalten. Das ganze Szenario ändert sich dann, wenn wir über dieses Hoch hier drüber weggehen, wenn wir über die 95 weggehen, dann haben wir auf einmal wieder Platz nach oben. Und dann sieht es auch nicht so gut aus für den Euro. Ja. Und dann schaue ich mir immer an auf dem Wochenchart die Saisonalitäten. Die sind für mich relativ wichtig für das langfristige Bild. Einmal kurz die Saisonalitäten anzuschauen. Ah ja, die Preisbewegung, die wir jetzt hier sehen, die ist nicht real. Die hat damit zu tun, dass wir hier den Kontrakt wechseln müssen. Das mache ich mal. So, jetzt haben wir die richtige Bewegung drin. Also ich schaue immer auf die Saisonalitäten hier auf dem Wochenchart. Das heißt, ich will immer sehen, wie ist die Tendenz über die letzten Jahre in dem Zeitraum, in dem ich mich jetzt gerade befinde, gewesen. Da sehen wir, dass wir im Moment hier mehr oder weniger auch in so einer Seitwärtsbewegung drin sind. Das ist alles jetzt nicht so ausschlaggebend.
Ja, da haben wir jetzt hier bis Juli ungefähr noch so ein bisschen einen müden Markt und dann sollte das hier ab Anfang Juli liegt der Vorteil dann auch wieder saisonal zumindest hier klar auf der Short-Seite. Das zweite, was ich hier drin habe, sind die Large Traders, also das Big Money von den COT-Daten. Ja, da haben wir hier einmal in Blau eben die Large Trader, also die Spekulanten, die am Markt unterwegs sind, um Geld zu verdienen mit Preisschwankungen. Und die rote Linie, die wir hier haben, das sind die klassischen Hedger. Das sind eben die, die ihre Preisrisiken nach Möglichkeit aus dem Markt haben wollen und sich deswegen am Future-Markt entsprechend hedgen. Da gibt es auf meiner Seite und auch auf der Seite von CapTrader Videos drüber, wenn man sich mit den COT-Daten mal ein bisschen beschäftigen will. Ist ein ganz, ganz tolles Tool, ist für mich so eins der wichtigsten Tools im Swing Trading überhaupt. Also, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigen möchte, dann findet man da, wie gesagt, kostenloses Videomaterial auf meiner Internetseite und auch auf der in Videokategorie von CapTrader, auch von FX Flat. Ach so, dazu vielleicht noch ganz kurz hier einmal Werbung in eigener Sache, falls wir noch Kurzentschlossene haben, die sich mit dem Bereich COT-Daten und Swing Trading noch ein bisschen beschäftigen wollen. Ich mache ein Dreitagesseminar von Freitag bis Sonntag in der nächsten Woche. Da sind noch zwei Plätze frei. Also wenn jemand möchte und Lust hat, 3 Tage das Wochenende im Trader Hotel Franziskusville mit uns zu verbringen, dann gerne bei mir auf der Webseite einmal unter Swing Trading Seminar und dann hier auf den Punkt zur Anmeldung oder einfach hier unten die zusätzlichen Informationen erstmal noch anschauen. Okay. Das ist also bei mir immer der große Überblick, einmal Monat, einmal Woche. Und dann habe ich hier auf dem Tageschart meine Indikatoren. Ja, das sind also Indikatoren, die ich selbst habe programmieren lassen quasi für die Setups, die ich traden will und für die Setups, die ich brauche. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, das alles zu erklären. Das wollen wir auch heute gar nicht machen, sondern wir wollen uns ja heute hier mit den Märkten beschäftigen. Ich nehme hier mal kurz die Schaltfläche noch aus dem Bild. Ja, die packe ich mal hier rüber. So. Ja, und jetzt geht es erstmal darum, wie reagieren wir hier heute an den Märkten? Was wollen wir uns hier heute reinlegen? Ich habe eine Order schon reingelegt in den Markt, die wartet jetzt auf Ausführung und zwar im australischen Dollar, US-Dollar. Da schauen wir uns jetzt einmal kurz an, wie hier die Situation ist. Ich habe hier auf der rechten Seite im unteren Bild, das sieht jetzt ein bisschen wild aus, das ist aber gar nicht so wild. Das ist der relative Stärke-Indikator für Währungen vom Agena Trader. Relative Currency Strength heißt der. Und der zeigt mir hier die relative Stärke der gesamten wichtigen Währungen zueinander an. Und da fallen hier im Moment zwei Dinge auf. Das ist einmal der japanische Yen, der ist hier relativ stark. Das ist die schwarze Linie, die hier angezeigt wird. Das sehen wir, der läuft hier ziemlich deutlich nach oben momentan. Und die gelbe Linie, die hier unten läuft, das ist der australische Dollar. Und der ist eben verhältnismäßig schwach momentan zu den anderen Währungen. Ich trade das ganz gerne so, dass ich den Schwächsten gegen den Stärksten trade. Das wäre dann im Moment jetzt also australisch Dollar gegen japanisch Yen. Allerdings habe ich hier im australischen Dollar gegen den US-Dollar noch ein zusätzliches Setup aus dem Tagesschart. Das möchte ich hier mal gerade kurz zeigen. So, der Indikator, der jetzt hier eingeblendet ist, das ist unser Bullish Outlook Trend Indikator. Einige werden es vielleicht mitbekommen haben. Wir haben seit Mitte Mai, also jetzt inzwischen seit 4 Wochen, einen Börsendienst, der heißt Bullish Outlook, der ist zu finden. Und da gebe ich mal kurz in den Chat einfach rein.
www.outlook.de. Oh, jetzt habe ich es nur an Organisatoren geschickt. Nochmal an alle senden. So. Da gibt es auch noch bis Ende des Monats ein Einführungsangebot. Da könnt ihr über 40% sparen. Ab 30. diesen Monats ist dann der normale Preis da fällig. Und da haben wir hier einen Trendindikator, der uns immer ziemlich gut und ziemlich deutlich den aktuellen Trend anzeigt. Den nutzen wir hier überwiegend auf dem Tageschart. Da sehen wir also momentan im Tageschart hier immer noch seit Ende Februar hier. Wir haben hier einmal kurz gewechselt auf die Long-Seite Mitte Februar für ein paar Tage und sind dann relativ schnell auch wieder nach unten weggedreht, haben also den Februar hier eher im Abwärtstrend oder hier ab Ende Februar das Ganze eher im Abwärtstrend. Der hat sich hier nochmal verstärkt. Das sehen wir hier auch sehr schön. Ist dann jetzt hier wieder ein bisschen zusammengelaufen. Ja, wenn ich jetzt mal ein Zeichentool da noch mit reinhole, kann ich das gerade mal kurz zeigen. So. Ja, da sehen wir hier diese leichte Abschwächung des Abwärtstrends, die läuft hier zusammen mit dem kleinen Aufwärtstrend, der hier in der Korrektur entsteht. Und das ist, wenn man sich die Hauptbewegung hier anschaut, sieht das Ganze so aus, dass wir hier den Haupttrend haben, haben dann hier ein sehr schönes Retracement, was im Prinzip an den Bereich dieses letzten Tiefs hier rangelaufen ist. Ja, das ist ziemlich gut für so eine Trendbewegung. Ja, das sind sehr, sehr saubere Trendbewegungen, die hier laufen. Und jetzt im Moment sieht alles danach aus, als wenn wir hier wieder nach unten wegbrechen würden. Haben wir auch gerade gesehen, Arbeitslosenzahlen gekommen heute Nacht in Australien. Auch gestern schon direkt nach der FED, der australische Dollar, sehr, sehr schwach. Und ich gehe jetzt einfach davon aus, dass sich diese Bewegung über die nächsten Tage auch wahrscheinlich weiter fortsetzt. Nur brauche ich halt immer irgendwo ein Einstiegssetup, mit dem ich auch vernünftig arbeiten kann. Und das Setup, was jetzt hier gerade noch eingezeichnet ist, das heißt hier 75, 26 ungefähr verkaufen beim Break unter das Tief von gestern und eben auch beim Breakout aus dieser Bärenflagge. Das ist das Setup, was ich hier jetzt traden möchte. Nur ihr seht jetzt hier auch gleich schon den Unterschied zwischen dem Swing Trading Setup und einem kurzfristigen Setup. Das Ganze, was jetzt hier drin liegt mit dem Stop oben an der 76,28, das ist das Swing Trading Setup. Das ist aber nicht das, was ich hier jetzt heute traden will, sondern wir wollen ja hier auch ein bisschen Bewegung sehen. Das heißt, das, was ich jetzt hier handeln werde, ist, wenn wir hier ein neues Tief sehen, unter dem Tief von gestern, dann wird der Stop schon direkt hier oben auf die 75,82 kommen. Wir haben also einen deutlich kleineren Stop. Und der Zielbereich, den finden wir eben auch hier aus dem Tageschart. So, ich habe den ganzen Trade hier schon mal hinterlegt. Ja, der Zielbereich liegt bei 74,60. Das heißt, wir haben hier so 68 Ticks, die wir verdienen wollen und haben etwas über 50 Ticks Risiko. Wir liegen ja so ungefähr beim 1,2:1. Und das ist so, dass ich im kurzfristigen Trading gar nicht so gerne so richtig große Chance-Risiko-Verhältnisse trade. Ja, das mache ich viel lieber im Swing-Trading-Bereich, weil da die Wahrscheinlichkeiten höher sind, wenn man in einem vernünftigen Trend drin ist, dass wir da auch ein entsprechend weites Ziel bekommen. Ja, ich zeige einmal kurz das Ziel für den Swing Trade. Das
das Ziel für den Swing Trade ist hier unten diese Unterstützungszone. Ja, das ist jetzt hier der Wochenchart, den wir hier sehen. Hier oben liegt die Einstiegslinie. Ja, die Einstiegslinie kommt vom Tageschart. Das Swing Trading Setup sieht vor, hier oberhalb des Wochenhochs von der aktuellen Woche. Ich vergrößere das mal ein bisschen. Also oberhalb des Wochenhochs von der aktuellen Woche den Stop zu setzen und den Zielbereich hier unten zu haben. Ja. Und dann können wir uns mal angucken, wie da das CAV aussieht. Wenn wir hier den Einstieg nehmen und haben hier oben den Stop, ja, dann haben wir hier ein CAV locker von 3 zu 1, was wir hier handeln. Und das hier ist 1 zu 1, 2 zu 1, 3 zu 1. Das heißt, mein Swing Trading Setup zielt auf ein CAV von 3 zu 1 ab. Mein Intraday Setup hat ein deutlich kleineres CAV. Ist aber dafür dann auch hoffentlich schneller im Ziel. Ja. Okay. Also es sind ein paar Fragen reingekommen, da schaue ich mal kurz rein. Ah, okay. Ganz interessante Frage von Andreas. Wer sind denn im Forex-Markt die Commercials bzw. Speculator? Hersteller wie bei Rohstoffen gibt es ja nicht. Ja, das ist natürlich korrekt. Ja, Hersteller wie bei Rohstoffen gibt es nicht. Allerdings gibt es ja verschiedene Arten von Commercials, die Währungen betreffend. Und zwar, wer sich mit den COT-Daten schon mal ein bisschen beschäftigt hat, es gibt ja zwei Reports inzwischen. Es gibt den Legacy Report und es gibt den Disaggregated Report, zumindest für den Rohstoffbereich. Für den Bereich Financials, wo wir uns jetzt befinden, also Währungspaare und Indizes und Anleihen, da wird dieser neue Report, der im Rohstoffbereich Disaggregated heißt, wird noch ein bisschen anders aufgeteilt von den Kategorien her. Und der heißt Traders in Financial Futures. Das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte, sich damit mal zu beschäftigen. Jetzt gibt es zwei verschiedene Ansätze. Der eine Ansatz ist der klassische Ansatz, quasi aus dem Legacy Report. Da sind dann alle Hedger drin, die dieses entsprechende Währungspaar, also hier jetzt dann den australischen Dollar gegen den US-Dollar, nutzen, um sich gegen Preisschwankungen zu hedgen. Und da gibt es zwei große Kategorien. Die eine Kategorie sind natürlich die Marktteilnehmer, die zum Beispiel in US-Dollar produzieren. Das heißt, eine Firma, die in US-Dollar produziert, zum Beispiel Apple, ja, die im Silicon Valley sitzen und ihre gesamte Kostenstruktur in Dollar fahren. Das heißt, die bezahlen ihre Angestellten in Dollar, ihre laufenden Kosten werden in Dollar bezahlt. Also ihre Produktionskosten werden in Dollar berechnet, in US-Dollar. Und wenn die jetzt ihre Produkte nach Australien verkaufen, dann werden sie dafür in australischen Dollar bezahlt. Und jetzt ist es für die natürlich sehr, sehr wichtig, wie gerade das Wechselkursverhältnis zwischen dem australischen Dollar und dem US-Dollar ist. Ja, wenn das für die sehr ungünstig wird, dann verdienen sie an ihrem Verkauf nach Australien weniger, als sie eigentlich vorhatten. Man muss sich das so vorstellen, die werden in australischen Dollar bezahlt und müssen dann diese australischen Dollar ja wieder in US-Dollar umtauschen, um ihre laufenden Kosten zu decken zum Beispiel. Und gegen diese unerwarteten Preisschwankungen, die es da häufiger mal gibt, hedgen sich die großen Marktteilnehmer, die großen Produzenten, alle die, die eben im großen Stil zum Beispiel mit Australien Geschäfte machen und entsprechend in australischen Dollar bezahlt werden, die hedgen sich eben gegen diese Preisschwankungen. Ja, genauso könnte das sein, ein Unternehmen, was aus Australien Rohstoffe ankauft, die in australischen Dollar bezahlt, aber eben selber in den USA produziert und auch in den USA verkauft. Also das sind so die verschiedenen Ausrichtungen, die es da gibt für diesen Bereich Währungshedging auf der einen Seite, und auf der anderen Seite haben wir natürlich die großen Banken,
die jetzt als Emittent zum Beispiel von Finanzprodukten agieren oder auch die großen Broker, die als Emittent von Finanzprodukten agieren. Und die müssen eben Risiken, die sie in Produkten, die mit australischen Dollar behaftet sind, haben, wenn sie diese Produkte emittieren und an die Kunden rausgeben. Diese Risiken müssen die auch irgendwo hedgen und das machen sie eben auch entsprechend am Währungsmarkt. Ja. Hier muss man allerdings ein bisschen aufpassen. Das, was wir an den COT-Daten sehen, sind alles rein Daten aus dem Future-Bereich und aus dem Optionsbereich. Also COTs, die Positionierungen der Commercials und die Positionierungen der Large Specs und so, die gibt es nur für Futures und Optionen. Ja. Das ist aber relativ egal, weil die Verhältnismäßigkeiten da ungefähr gleich sind. Das ist zwar nur ein sehr, sehr kleiner Teil der Future-Markt im Währungsbereich, ist viel, viel kleiner als der Forex-Markt, aber die Verhältnismäßigkeiten da, die sind ungefähr gleich. Okay. So. Ja, also hier warten wir jetzt. Ein bisschen wenig Bewegung momentan. Ja, über die letzte Stunde, letzten anderthalb Stunden hat sich hier leider nicht mehr viel getan. Ich befürchte auch, dass wir es sehr schwer haben werden, hier tatsächlich was zu finden, was wir ganz sauber traden können. Da wir ja um 13:45 wieder EZB haben, wird das Ganze ein bisschen problematisch werden. Da halten sich viele Marktteilnehmer zurück. Da habe ich auch ehrlich gesagt, als wir den Termin geplant haben, gar nicht so drauf geachtet, was hier jetzt Sache ist. Im Euro-Dollar würde ich gerne eine Long-Position aufbauen. Kann ich auch gleich mal zeigen, warum. Allerdings würde ich die jetzt gerne erstmal planen. Und zwar fangen wir hier einmal an mit den COT-Daten. Ich habe hier jetzt zwei Dinge drin. Das eine ist die Commercials und die Large Specs als Index. Das ist jetzt also hier nicht mehr die Netto-Position, die wir uns anschauen, sondern wir schauen uns hier den Index an. Und zwar über ein halbes Jahr. Ja, da wir hier heute sehr kurzfristig agieren, muss ich natürlich sehen, dass ich auch Signale kriege, die für kurzfristigere Trades geeignet sind, die jetzt also nicht nur für Swing Trades auf Wochenbasis geeignet sind. Dann schaut man sich natürlich längere Zeitperioden an. Aber hier schauen wir uns jetzt eine relativ kurze Zeitperiode an, also 6 Monate. Und hier ist sehr, sehr auffällig, dass die Commercials in der Situation, wo wir hier diesen relativ starken Abverkauf im Euro gesehen haben, sich sehr stark long positioniert haben und haben ganz, ganz schnell und ganz, ganz deutlich ihre Positionierung verändert. Nämlich von eher einer Short-Ausrichtung, wie wir sie hier vorher die ganze Zeit hatten, während dieser längeren Aufwärtsbewegung, haben die sich jetzt hier in eine Long-Positionierung gebracht. Und zwar relativ schnell das Ganze hier gewechselt. Und das ist immer auffällig. Ja? Wenn wir diese ganz schnellen Wechsel drin haben, dann ist das sehr, sehr auffällig. Und das ist für mich immer ein ganz gutes Zeichen, dass hier irgendwas passiert, dass hier irgendwas im Busch ist, dass sich große Marktteilnehmer für eine neue Bewegung positionieren, quasi für einen Trendwechsel, weil das ist ja das, worauf wir hier immer schauen, auf kurzfristige oder längerfristigere Trendwechsel. Und deswegen bin ich hier jetzt erstmal aufmerksam geworden auf Euro-Dollar. Und ich habe hier auch im Tageschart, da kann ich hier mal kurz meine Setups reinspielen. Und zwar hier die Conditions aus dem Masterclass Add-on.
Ja, und da sehen wir, ich habe hier ein Long-Setup gehabt im Markt. Das heißt, eine Swing-Position Long, die läuft hier schon. Da gab es auf dem Abwärtsweg vorher schon zwei Einstiegssignale. Das erste ist überhaupt nicht getriggert worden, weil wir hier gar kein neues Hoch gekriegt haben. Das zweite hat einen kleinen Verlust verursacht. Ja, da ist die Bewegung dann nochmal deutlich weitergelaufen. Und jetzt das dritte. Das ist im Moment ziemlich gut angelaufen. Und das ist häufig, gerade wenn das dann so eine sehr dynamische Kerze ist wie die hier, ist das ein sehr, sehr gutes Signal, ein sehr gutes Setup für eine etwas längerfristigere Trendwende auch. Ja, und ich habe jetzt hier schon Unterstützungs- und Widerstandsbereiche eingezeichnet. Und im Prinzip ist dieser Widerstandsbereich, der hier oben drin ist, die 1,19 ungefähr, das ist so jetzt das aktuelle Kursziel für diese Position hier im Euro-Dollar Forex-Markt. Zumindest das Kursziel, was ich hier habe. Und was ich sehr gerne mache, ist auch dann diese Trendfortsetzungsformationen handeln. Ja, also hier den Ausbruch aus dieser kleinen Bullenflagge. Das ist so ähnlich, wie wir uns das gerade im australischen Dollar angeschaut haben. Nur haben wir im australischen Dollar auf die größere Zeitebene geguckt. Hier gucken wir auf die kleinere Zeitebene. Und da sehen wir, dass dieser Ausbruch hier schon gelaufen ist. Und jetzt muss ich natürlich gucken, dass ich da irgendwie noch reinkomme. Ich hätte normalerweise gerne heute früh direkt schon den Ausbruch getradet. Ich wollte jetzt aber nicht schon mit einer Position hier ins Live-Trading gehen. Deswegen habe ich da noch gewartet. Und wir versuchen jetzt einfach, diese Position noch zu bekommen. Und zwar schauen wir uns dafür hier einmal an, wo hier die nächsten Support- und Resistance-Level sind. Das mache ich hier auf der kleineren Zeitebene. Da sind wir jetzt im 30-Minuten-Chart. Und da sehen wir, wir haben hier den ersten Breakout gesehen. Und im Prinzip würde mir jetzt hier schon so ein ganz kleines Retracement so auf diesen Bereich hier oben. Zeichne mal hier kurz den Kaufbereich ein. Das hier ist so Kaufbereich. Ja, dass wir nochmal ein kleines Retracement sehen hier oben auf diesen Kaufbereich, so 18,07 bis 18,05, diesen Bereich. Da müssen wir jetzt mal kurz schauen, wie wir das machen mit dem Stop-Management und der Zielfindung. Weil das natürlich auch jetzt alles gar nicht so einfach ist durch diese großen Bewegungen von gestern. Ja, Zielfindung haben wir ja gesagt, da liegen wir bei ungefähr 1,19. Und den Stop, den können wir hier wahrscheinlich nur nach einem Retracement-Level reinsetzen. Ja, da haben wir hier jetzt ungefähr das 50% Retracement. Viel weiter sollte der Markt auch nicht zurückkommen. Das heißt, so in dem Bereich 1,1760 würde ich mich dann ganz gerne mit dem Stop positionieren. Und jetzt planen wir einfach mal kurz den Trade. Ich habe dafür hier so ein Risikotool. Damit mache ich das ganz gerne. So, und zwar brauchen wir den Euro-Dollar. Also ich kann hier die ganzen Währungspaare, die ich handeln möchte, die kann ich mir hier aus so einer Dropdown-Liste raussuchen. Und wir haben jetzt den Einstieg hier ja mal gesagt auf 1,1806. 1,1806 haben den Stop hier auf 1,1760 gesetzt und haben das Kursziel 1,1895 nehmen wir hier mal rein. Und da sehen wir, wir traden hier dann eine 1,9 zu 1 CAV. Das heißt, ich könnte wahrscheinlich auch den Einstieg hier nochmal ein bisschen anpassen. 1,1810, da haben wir immer noch eine 1,7 zu 1. Und da wird mir hier eine Positionsgröße für so ein kleines 10.000er-Konto mit 18.000 Lots angegeben. Achso, hier muss ich 0,18 nehmen. Ja, und dann sehen wir, wir haben hier ein relativ überschaubares Risiko, können aber schon da halbwegs vernünftig was drauf verdienen. Und das ganze Setup kommt jetzt hier bei mir aus dem 30-Minuten-Chart. Die Strategie ist hier für mich eine Trendfolge. Und damit setze ich das Ganze dann hier schon mal rein. Also wir brauchen einen 16.000er. Haben wir gesagt, das nehmen wir hier im Bereich der 1,1810.
und haben den Stop dann hier unten bei der 1,1760. Ja, das ist jetzt was, was ich nicht so super gerne mache, dass ich mich irgendwo mitten in so eine Bewegung reinlege. Aber hier ist es so, wenn wir hier getriggert werden, möchte ich doch schon sehen, dass es recht zügig bitte hier nach oben weitergeht, zumal wir ja heute noch EZB-Zinsentscheidung haben. Die ist natürlich für den Euro immer super wichtig. Von daher sind wir hier jetzt auch mit ein bisschen einem kleineren Risiko unterwegs. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet. Ich habe hier, als ich den Trade geplant habe, ja, hier ist das Risiko drin. Da sind das auch nur 0,8% im Moment eingestellt, eben weil wir aufgrund der FED-Sitzung hier auch ein bisschen vorsichtiger sein müssen. Ich da im Vorfeld der FED-Sitzung, der EZB-Sitzung, und ich im Vorfeld dieser EZB-Sitzung hier keine allzu großen Risiken mehr eingehen will. Ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da kommt jetzt hier ein kleines Replacement gerade rein. Ich gehe mal auf den 15-Minuten-Chart. Und hier seht ihr auch schon, 15 Minuten ist das Kleinste, was ich trade. Also eine kleinere Zeitebene gehe ich normalerweise nicht. Das wird mir dann alles auch irgendwo ein Stück weit zu hektisch. Ich habe das ganz gerne ein bisschen ruhig. Und da passt das mit 15 Minuten, 30 Minuten und 60 Minuten ganz gut. Okay. Sind noch Fragen gekommen? Ich schaue mal kurz rein. Der Harold fragt, wie kommen denn die Daten in dieses Tool über den Datenfeed, mit dem ich auch im ArginaTrader arbeite? Ach so, nein. Das Tool hier, das ist ein Trading-Tagebuch, mit dem ich arbeite. Da hat man hier im Hintergrund die Möglichkeit, alles an Wertpapieren anzulegen, was man denn gerne traden möchte. Im Prinzip braucht man hier nur den Tickwert und die Tickgröße. Viel mehr braucht man eigentlich nicht mehr. Und dann kann man diese Instrumente hier alle selber anlegen. Das heißt, ihr könnt euch die Listen so gestalten, wie das für euch sinnvoll ist, dass vielleicht auch nicht zu viel drin ist, sondern dass nur die Instrumente drin sind, die ihr auch tatsächlich traden wollt. Und wenn ihr jetzt einen Trade plant, was hier noch ganz wichtig ist, insbesondere für Forex-Trader, hier sind die ganzen Wechselkurse voreingestellt von im Prinzip allen wichtigen Währungspaaren. Wir haben hier selbst ein Bitcoin drin, haben also alle großen Währungspaare hier schon hinterlegt. Wenn euch eins fehlen sollte, kann man das auch, auch reinsetzen. Und wenn ich das aktualisieren will, das ist ja also vorgestern das letzte Mal aktualisiert, am 12. Wenn ich das aktualisieren will, dann klicke ich einfach hier drauf, dann gibt es kurz eine Verbindung zum Internet und dann zieht er die ganzen Wechselkurse hier rein. Und das hat den Vorteil, wenn man im Forex-Markt unterwegs ist und jetzt vielleicht ein Produkt wie britisch Pfund, japanischen Yen tradet, dann ist das ein bisschen kompliziert, genau auszurechnen, was man denn auf seine Position jetzt an Risiko hat. Und deswegen benutze ich das sehr, sehr gerne, insbesondere für den Forex-Bereich, weil ich halt sofort sehe, was ich an Risiko auf der Position habe und was ich da trade. Okay. Aber die CAV-Berechnung, welche CAV-Berechnung meinst du denn jetzt? Die hier aus dem Chart kommt, ne? Ja, das habe ich einfach im ArginaTrader eingestellt. Ja, das ist im Prinzip ein Fibonacci-Tool. Und ich habe einfach nur dieses Fibonacci-Tool genommen und habe mir das so eingestellt, dass jetzt hier automatisch, wenn ich auf Stopp und auf Ziel gehe, mir die Chance-Risiko-Verhältnisse angezeigt werden. Ja. Okay, kleine Verwirrung. Doch das Tool von mir. Also, das Tool von mir, das rechnet das einfach aus. Ich nehme jetzt hier mal einen DAX, ja, einfach ein CFD auf den DAX. Nehmen wir mal an, wir wollen kaufen bei 12.500, wollen einen Stop setzen auf 12.400 und haben ein Kursziel bei 12.750.
Das ist ja das sind ja die Daten, die ich hier eingebe. Ja, und das Tool rechnet eben automatisch. Der sieht ja sofort, was ist mein Stop, was ist mein Einstieg, was ist mein Ziel. Daraus errechnet er das CRV, hat hier so als kleine optische Unterstützung noch, ob ein Trade gut ist oder ob der nicht so gut ist, diesen Balken drin von Rot nach Grün und zeigt eben hier dann auch entsprechend die Positionsgröße an. Ja, und wenn ich jetzt hier das Risiko verändere auf zum Beispiel 1,2%, ja, dann sehe ich auch sofort, alles klar, ich kann auch eine größere Position traden. Okay, und dann gebe ich hier einfach die Positionsgröße ein und dann gibt er mir hier auch sofort das Risiko und die Chance raus und ich kann jetzt auch die Positionsgröße hier manuell justieren und sehe eben sofort, wie sich das auf mein Risiko und auf mein Ziel auswirkt. Ja, und dadurch habe ich natürlich eine super Möglichkeit, nicht zu overleveragen und nicht zu viel Risiko einzugehen auf meinen Trades. Und dann ist es eben sehr praktisch, wenn man so einen Trade hier geplant hat, hier noch das Zeitfenster angibt, eine Strategie, die man traden möchte, ein Management, man kann hinterlegen, ob man vielleicht einen Fehler gemacht hat. Und in dem Moment, wo ich hier auf OK drücke, ist dieser geplante Trade auch automatisch hier im Trading-Tagebuch drin. Ja, und das Trading-Tagebuch, das bietet dann noch eine Kapitalkurve. Wir können hier Screenshots hinterlegen und haben hier also eine ganze Menge Möglichkeiten, dann auch über die Filter nachher unsere Performance sauber zu filtern. Ja, das ist also auch ein Tool, was wir im Bullish Outlook nutzen, wo wir eben auch immer schauen, welche Strategien funktionieren gerade gut im Markt und welche Märkte laufen gerade gut und so. Da kann man sehr, sehr professionell mitarbeiten. Okay. Ja, bitte, sehr gerne. So. Oh, tut sich auch ein bisschen schwer hier, ne? Bewegt sich auch nicht so wirklich. Hoffentlich kommt da gleich nochmal einen kleinen Tick runter, dass wir die Position noch bekommen. Die Condition nehme ich hier mal wieder raus. Okay. Ja, und jetzt sehen wir hier gerade schon am relative Stärke-Indikator, ja, australisch Dollar, ist gerade dabei, seine Schwäche hier abzubauen. Ne, hat jetzt in der letzten 15-Minuten-Kerze hier auch gut zugelegt. Das heißt, wir werden auch unsere australische Dollar-Position hier noch nicht bekommen haben. Gucke ich gerade mal rein. Ja, und da sehen wir das hier. Ne, der hat jetzt wieder ein bisschen Stärke hier reingekriegt und läuft jetzt erstmal wieder ein bisschen nach oben. Und sowas erkennt man hier natürlich relativ schnell. Ja, und hier kann man ja so immer gucken, was sind hier die Währungspaare, die aktuell große Bewegungen zeigen. Da haben wir im Moment den australischen Dollar nach oben. British Pound ist hier relativ schwach. Ja, wäre also auch was, was man traden könnte. Allerdings haben wir ja gesagt, wir haben der kommt jetzt hier von oben runter. Da haben wir hier auch ein ähnliches Setup gehabt wie im australischen. Na, Trendindikator ist ganz klar abwärts gerichtet. Wir haben hier diesen kleinen Korrekturtrend nach oben. Das ist wieder so eine typische Bärenflagge. Und da hatten wir dann hier auch einen schönen Ausbruch gesehen. Der Ausbruch ist hier bis ans untere Ende von dieser kleinen Kaufzone gelaufen, ja, und kommt jetzt eben wieder kräftig zurück und ist jetzt hier auch schon wieder im Trendkanal drin. Na, für einen kurzfristigen Trade war das eine super Gelegenheit, hier kurz unten dann auch im Supportbereich dann hier die Gewinne mitzunehmen. Und jetzt im Moment baut sich hier wieder ein bisschen relative Stärke auf im britischen Pfund. Aber wie gesagt, dadurch, dass wir da gleich Zahlen kriegen, so in einer Dreiviertelstunde, 40 Minuten, fällt der zum Traden für mich hier aus. So. Was haben wir noch? Japanische Yen, ein bisschen runter. Ja, hier sehen wir es. Da hatten wir auch ein ganz schönes Setup hier. Das haben wir aber leider jetzt auch schon knapp verpasst. Und zwar hier diesen Ausbruch. Na, hier ist ein sehr schöner Ausbruch gelaufen unter die Tiefs und hat dann hier um 9 Uhr nochmal direkt run retraced. Da waren wir aber hier noch in der Einführung. Deswegen haben wir das nicht gesehen.
Das wäre auch wieder so ein mustergültiges Ding gewesen. Ne? Bisschen schade jetzt, aber okay, nicht zu ändern. Ja, aber sowas erkennt man hier dran eben eigentlich immer ganz gut. Ja, da sieht man relativ schnell, was gerade schwach ist und was gerade stark ist. Ne? US-Dollar schwächelt auch ein bisschen. Wir können uns ja die anderen Majors hier nochmal anschauen. New Zealand Dollar. Ja, auch ziemlich heftige Bewegung gestern auf die News. Na, sehen wir, wir sind hier eigentlich in einem Abwärtstrendkanal und dann war das hier eine ziemlich miese Bewegung. Wir sind einmal ganz kurz aus dem Kanal nach oben rausgegangen, nur um dann komplett hier runter zu hämmern, unten alle Stops wegzuholen. Und jetzt zeigt sich hier gerade wieder ein bisschen Stärke im neuseeländischen Dollar. Also hier müssen wir auch mal schauen. Wenn wir hier ein neues Hoch sehen, könnte das auch ganz interessant sein für eine Long-Position. Die ursprüngliche Ausrichtung hier ist sehr ähnlich wie im Euro-US-Dollar. Ja, da haben wir ja auch diesen langen Abwärtstrend gesehen und haben dann hier die ersten Signale für einen neu entstehenden Aufwärtstrend gehabt. Und das könnte hier also auch ganz, ganz interessant werden, falls wir das hier schaffen, nach oben rauszugehen im neuseeländischen Dollar. Ah, okay, der Matthias fragt, hier ist der Relative Currency Strength Indikator auch ein Zusatz-Addon? Ja, das ist auch ein Zusatz-Addon. Das ist aber, glaube ich, nicht besonders teuer. Ich glaube, das liegt so um die 80 Euro oder so, Lifetime. Okay. Ja, Jutta, vielen Dank. Schöne Grüße auch. Okay, so, was haben wir noch? US-Dollar, Kanadisch-Dollar. Ja, der hat auf dem Tageschart ein sehr, sehr schönes Setup, wie ich finde, aber da haben wir heute keine Chance mehr, hier noch irgendwas zu kriegen. Da sieht das Ganze im Moment so aus. Wir haben hier von den COT-Daten her, haben wir hier ein recht bullisches Setup, denn das, was hier passiert ist, das ist echt ungewöhnlich. Wir haben normalerweise, wenn ihr euch mit den COTs schon mal ein bisschen beschäftigt habt, dann wisst ihr das. Normalerweise sehen die Ausrichtungen hier so aus, wenn der Preis steigt, dann positionieren sich die Hedger eher short als long. Und hier haben wir eine Ausnahmesituation gehabt. Der Preis ist gestiegen und die Hedger haben hier ihre relativen Long-Positionen vergrößert. Ja, wir könnten jetzt noch mal ins genaue Bild reingehen und uns direkt die Longs und Shorts anschauen. Das ist jetzt aber nicht so sinnvoll, weil wir ja hier keine langfristigen Setups suchen. Aber prinzipiell ist es normalerweise so, wenn die Preise steigen, dann sind die Hedger eher auf der Short-Seite zu finden. Hier haben wir es ein bisschen anders. Und deswegen ist das jetzt hier auch gerade ganz interessant. Zumindest von der COT-Seite, ja. Und zwar für die Long-Richtung, ja. Und von der Trendseite her sieht es so aus, dass wir hier auf dem Tageschart immer noch in einem intakten Aufwärtstrend sind. Und zwar im Prinzip seit hier, ja, seit Ende April. Hier hat das Ganze umgeschlagen. Wir sind hier kurz in den intakten Abwärtstrend gelaufen. Sehen wir hier sehr schön an den roten Linien, die unterhalb der Nulllinie verlaufen. Und seit Anfang April oder seit Mitte April sind wir hier in einem Aufwärtstrend. Und jetzt hat sich hier innerhalb eines Aufwärtstrends eine Formation entwickelt. Das ist ein Dreieck, ein steigendes Dreieck, was schönerweise hier auch noch eine recht waagerechte obere Begrenzung hat. Und das sind charttechnisch sehr, sehr schöne Setups, um die zu handeln. Und zwar einfach für einen Ausbruch aus dem Dreieck nach oben. Ja, und dann haben wir so die Höhe des Dreiecks, die wir dann als Ziel da ansetzen.
Ja, das ist hier so die Höhe, die ich hier ungefähr nehmen würde, um den Zielbereich zu finden. Da sind wir hier von 1,30, 40, so ungefähr bis 1,28, 60, würde ich sagen. Das sind so 180 Ticks. Und die können wir jetzt hier nochmal oben drauflegen. Und dann kommen wir so in den Bereich 1,32, 1,32, 20, so als mittelfristiges Ziel hier im US-Dollar, kanadischen Dollar. Aber wie gesagt, da brauchen wir eben zumindest ein Hoch, was über dem Hoch von gestern liegt. Und das sieht im Moment nicht danach aus, als wenn der Markt uns das liefern würde. Und das Problem, was im Moment auf der Oberseite besteht, ist eben genau dieses hier. Ja, wir haben hier eine ganz typische Verkaufszone. Na, das ist ein dicker, dicker Widerstand, in den der Markt hier reinläuft. Und wir sehen das, was es hier für eine große Reaktion gab, wie weit diese Reaktion den Preis hier runtergeführt hat. Und von daher wird es nicht ganz einfach, hier nach oben durchzugehen. Ja, aber wenn wir hier nach oben durchgehen, dann haben wir hier sehr, sehr gute Chancen, aufgrund der gesamten Konstellation, die sich im Moment hier findet, weitere Aufwärtsbewegungen hier zu sehen. Okay, der Matthias fragt nach dem Öl. Ob Öl möglicherweise gestern wieder neu durchgestartet ist. Naja, gestern waren Lagerbestände. Ne? Gucken wir einfach mal ganz kurz aufs Öl. Na, also wir sind saisonal im Moment hier noch in einer Phase, die recht seitwärts läuft. Also hier haben wir nicht unbedingt ein Vorteil auf der Long-Seite, saisonal. Allerdings, wenn wir uns den Chart anschauen, sehen wir auch hier eine ganz ähnliche Konstellation, wie wir sie im Euro gesehen hatten und auch im australischen Dollar. Na, wir haben hier eine etwas größere Abwärtsbewegung und kommen jetzt hier langsam in diese Aufwärtsbewegung. Na, und das Level, an dem wir hier hängen geblieben sind, ist gar nicht so schlecht. Na, das ist hier dieses alte Hoch. Und im Prinzip ist der ganze Bereich bis hier unten hin, der ist schön unterstützt. Ich vergrößere das nochmal ein bisschen im Bild. So, ja, der ist schön unterstützt hier. Wir haben auch noch dieses Hoch hier drüben. Also das ist ein ziemlich dickes Support-Level, an dem wir hängen geblieben sind. Und jetzt laufen wir hier ja auch schon seit Tagen wieder in die Aufwärtsrichtung. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass hier das Trendmomentum so ein bisschen runterkommt. Das ist nicht so super toll und wir sind auch schon in einem leicht überkauften Bereich. Aber hier entwickelt sich auch gerade ein neuer Aufwärtstrend. Ja, hier entwickelt sich ein neuer Aufwärtstrend. Das sieht also gar nicht so verkehrt aus. Es ist schwierig, das zu traden. Ja, wir haben hier eine ziemlich dicke Widerstandszone. Und wir laufen jetzt gerade an diese Widerstandszone ran. Wenn wir uns dann nach links davon nochmal die letzten Tiefs anschauen, dann haben wir ungefähr auf der Höhe dieses Hochs hier, ja, haben wir auch die letzten Tiefs. Also wir haben hier das Hoch, wir haben das Hoch hier, wir haben hier dieses Tief und wir haben hier auch den Beginn der großen Verkaufszone. Das ist also ein Bereich, ein Level, in dem wir uns jetzt hier befinden, wo es sicherlich für den Preis nicht ganz einfach wird. Ja, wir werden hier bestimmt nicht in einem Zug durchrauschen und auf die 71 Dollar wieder gehen. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sich der Preis hier so Stück für Stück ein bisschen weiter noch nach oben arbeitet. Ja, also könnte gut sein, dass das gestern da der Start war. Ne? Wenn ihr euch das angeschaut habt, Lagerbestände sind ordentlich abgebaut worden. Das ist prinzipiell erstmal sehr bullisch zu werten für. Und entsprechend ist ja auch gestern die Reaktion gewesen. Können wir uns hier nochmal in einer kleinen Zeitebene anschauen. Na. Ja, das ist das Ganze in der kleineren Zeitebene. Und wir hängen eben im Moment hier an diesen Hochs, ne, die ich hier auch schon markiert habe. Das können wir hier wieder rausnehmen. Und so. Ja, und das ist im Moment so ein bisschen problematisch. Also sollten wir das schaffen, über dieses Hoch hier nochmal drüber zu gehen, dann sieht es gar nicht so schlecht aus.
Okay. Ja, dann ist hier noch eine Frage drin vom Harold. Nach der Zinserhöhung könnte Gold nach oben starten. Ja, könnte. Allerdings muss man hier zwei Dinge immer beachten. Je höher die Zinsen steigen, umso unattraktiver wird Gold für Langfristinvestoren, die eben eine sichere Geldanlage suchen, die vielleicht auch noch ein bisschen Rendite bringt. Ja, das ist so, dass wir über die letzten Jahre ja insgesamt überall sehr, sehr niedrige Zinssätze hatten. Und wenn wir jetzt sehr niedrige Zinssätze auf die Anleihen haben, dann ist eine Investition in Gold eher etwas attraktiver, weil eben auch die Anleihen keine Zinsen bringen. Dann kann man sich auch ein Gold ins Depot legen. Wenn allerdings die Zinsen jetzt wieder steigen, dann wird es auch einige Marktteilnehmer geben, die vielleicht von ihren Goldpositionen auch so nach und nach wieder umschichten auf Anleihenpositionen. Und das ist dann auch was, was man da mit berücksichtigen muss. Im Moment ist Gold wieder ein bisschen aufwärts gerichtet. Ja, das war hier nach der Zinsentscheidung gestern. Und jetzt haben wir hier auch wieder schon so ein bisschen mehr Druck drauf. Allerdings, wenn wir uns das auf dem Tageschart anschauen, ja, da sehen wir, also für mich ist momentan der Goldmarkt hier absolut unattraktiv zum Traden, weil wir hier einfach nur, zeigt das mal kurz, ja, seit vielen, vielen Tagen hier einfach nur in einer kleinen Range sind, die sich nicht besonders groß bewegt. Ja, wir laufen hier so zwischen 12,90 und 13,05, 13,06, laufen wir so hin und her die ganze Zeit. Ist für mich kein besonders attraktives Chartbild, um jetzt hier eine Trading-Position zu eröffnen. Ja, ich mache das lieber, wenn ich so Bewegungen sehe, wie diese hier im Markt. Ja, hier eine schöne Aufwärtsbewegung oder hier eine schöne Abwärtsbewegung. Na, wenn ich sehe, da ist Musik drin, da bewegt sich auch was, na, dann haben wir hier auch noch mal so eine schöne Bärenflagge gehabt. Ja. Das ist eine ganz, ganz hervorragende Trendfortsetzungsformation hier. Und jetzt im Moment sehe ich hier einfach nicht so wirklich den Vorteil im Markt. Na, wir sehen das vom Trend her. Diese magentafarbene Linie hier, das ist mein Trendmomentum. Die läuft hier abwärts und läuft jetzt flach auf der Unterseite. Das ist nicht besonders bullisch. Mein Trendindikator hier, der zeigt mir einen intakten Abwärtstrend an. Das ist auch nicht besonders bullisch. Wir haben einen intakten Abwärtstrend auf dem Tageschart hier, aus dem wir kommen in diese Seitwärtsbewegung. Ist für mich jetzt auch nicht besonders bullisch. Und wenn wir uns hier die letzten Tiefs anschauen, die wir quasi hier so als Unterstützung haben oder als Widerstand im Markt haben, ja, dieses Tief hier, das Tief hier drüben, na, das Hoch hier drüben, dann sehen wir, an welchem Level der Goldpreis hier im Moment kämpft. Ja, das finde ich also alles nicht so attraktiv. Da möchte ich eigentlich mein Geld nicht unbedingt drauf riskieren. So, okay. Was machen unsere Märkte, in die wir hier rein wollen? Werfen wir mal kurz einen Blick. Ja, australischer Dollar, na, hängt hier an dem Support-Level. Ja, bewegt sich nicht wirklich. Ja, Euro läuft wohl ohne uns. Den haben wir anscheinend um 1, 2, 3 Ticks verpasst. Ja, schade, hier kam es einmal genau drauf noch, ne? Hat uns wahrscheinlich der Spread einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wo sind wir da jetzt? 1,18, 19. Naja, das sind 10 Ticks. Da haben wir auch noch eine Chance, dass wir da nicht mal runterkommen. Ja.
Werf gerade nochmal einen Blick auf die anderen Märkte. US-Dollar, mexikanischer Peso. Ich muss jetzt hier gerade mal kurz gucken. Ja, passt alles. Okay. Ja, vielleicht ergibt sich hier gerade was. Hier haben wir noch mal ein Tief im Markt. Das ist bei 20,57. US-Dollar Mexiko. Ah, Wechselkurs nicht vorhanden. Mexican Euro, dann geben wir den mal schnell noch rein. XN. So, da haben wir drin. Dann können wir jetzt hier loslegen. Also US-Mexican, Einstieg 2057. Und zwar ist das ein Verkauf. Den Stop könnten wir dann schon hier relativ eng auf 2069 packen. 2069. Und wir hatten ja gesagt, wir traden hier mit einem kleineren prozentualen Risiko 0,8. Okay. Und der Zielbereich. Da haben wir hier unten 2033. Ist sauber eine 2 zu 1. Positionsgröße ein 16.000er Lot. Haben wir den jetzt hier reingelegt und dann nehmen wir dann hier auch den Breakout. So, ist auf dem Tageschart klar antizyklisch, keine Frage. Aber das ist jetzt einfach ein Trade auf die Bewegung von gestern. Ja, ich vergrößere das hier nochmal. Na, wir haben hier gestern direkt nach der Zinsentscheidung einen schönen Spike gesehen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Final Spike von so einer Trendbewegung. Sind dann hier nochmal sehr deutlich runtergekommen, sind in dieses Kauflevel hier reingelaufen, auf dem wir uns jetzt auch befinden. Ja, das ist ein schönes Support-Level hier. Na, dann sind wir richtig einmal draufgelaufen und haben dann eine entsprechende Reaktion gesehen. Die war aber nicht mehr besonders kräftig. Die ist wirklich nur hier bis in diesen unteren Widerstandsbereich hier reingelaufen. Einmal, zweimal, dreimal. Und jetzt sehen wir hier gerade das Momentum auf der Unterseite. Haben aber hier unten nochmal einen Bereich, der etwas dicker ist. Deswegen will ich wirklich sehen, dass der Kurs auch durch diesen Bereich hier durchgeht, um dann hier eine Short-Position aufzubauen. Ja, das ist auch dieser Unterstützungsbereich hier. Allerdings haben wir den hier bereits einmal angetestet. Ja, und wir sehen das hier häufig, wenn wir den wenn wir einmal angetestet haben, läuft der Markt beim zweiten Mal durch. Und deswegen würde mich das auch nicht wundern, wenn der hier dann noch ein bisschen ins Rutschen kommt. Ja. 2033 als Kursziel kam jetzt erstmal ganz grob aus dem Tageschart. So, ich stelle hier mal den Tag heute hin. Und so, falls wir hier gleich noch was kriegen, dann können wir das da mit reinpacken.
Ja, das Target kam ganz grob aus dem Tageschart. Hier sehen wir aber in der kleinen Zeitebene in 15 Minuten nochmal, warum ich das als Großziel genommen habe. Und zwar ist das hier dieser Bereich der Hochs. Ja, und dieses Tief hier, das ist ein sehr, sehr schöner Supportbereich. Und wir haben eben unter diesen Tiefs hier, unter diesem und diesem, haben wir hier eine Strecke, wo überhaupt keine Unterstützung mehr wartet. Und ich rechne damit, wenn wir hier drunter laufen, dass die Bewegung zumindest bis hier in den Bereich 2042 sehr, sehr schnell geht. Und ich will halt immer Trades haben, wo ich auch mein Stop relativ zügig nachziehen kann, wo ich das Risiko auch zügig rauskriege. Und wenn wir hier dieses CAV-Tool nochmal verwenden. So. Und hier auf den Einstieg gehen und dann oben auf den Stop. Ja, dann sehen wir, dass wir hier bei 2,33 ziemlich genau ein CAV 2 zu 1 realisieren könnten. Ja, der Stop auf Break-Even kommt bei mir in dem Moment, wo hier einmal das Risiko verdient ist. Das heißt, ich muss das wirklich nur erreichen, dass der Kurs hier drunter rutscht, dass wir einmal dieses erste Kursziel hier anvisieren bei 2043, 2044 und dann bin ich mit dem Trade auch schon aus dem Risiko. Ja, viel tun tut sich nicht, ne? USD-Cut steht auch auf der Stelle an der Unterstützung. Ja, Euro hängt da noch, australischer. Ja, kommt auch nicht zurück, ne? Relative Stärkeindikatoren zeigen hier jetzt auch gerade so ein bisschen die Stärke hier von dem australischen Dollar gegenüber dem Dollar. Yen haben wir hier immer noch die Schwäche drin. Können uns ja mal australisch Dollar, japanischen Yen anschauen. Ja, tut sich auch nichts. Ja, also selbst bei denen, die hier am meisten auseinanderdriften, tut sich im Moment gar nichts. Ja, wir sind hier auf dem 15-Minuten-Chart, das ist ja alles seitwärts. Da ist nichts zu holen. Naja, okay. Also ich werde das auf jeden Fall so machen, dass die Session hier ist ja aufgezeichnet worden. Wir werden uns die Setups, die hier gelaufen sind, auch gerne am Samstag bei mir im Webinar nochmal anschauen. Ich mache normalerweise samstags ein Analyse-Webinar für Futures. Da werde ich das gerne nochmal mit reinnehmen, was dann hier mit den Setups passiert ist, die wir hier reingelegt haben, wie das Ganze auch betreut worden ist. Die Zeit, die wir hier angesetzt hatten, die ist auch schon rum. Ich befürchte halt, wie gesagt, es wird bis 13:45, 14:30 heute nicht viel passieren. Von daher haben wir wahrscheinlich schlechte Chancen, dass wir hier jetzt noch einen Action-Tag sehen vormittags. Aber wie gesagt, die Session wird aufgezeichnet. Ich gehe am Samstag da nochmal drauf ein. Ich mache dann auch am Samstag entsprechend eine Aufzeichnung. Und dann werden wir das auch noch zur Verfügung stellen, dass ihr euch das dann noch anschauen könnt. Dann werde ich auch so ein bisschen das Trade Management dann nochmal beleuchten und gucken, wie die Positionen gelaufen sind, die wir dann hier aufgebaut haben. Ja, das tut mir leid, dass heute nicht ein bisschen mehr Action war, dass hier nicht viel zu tun war. Aber ich hoffe, ich konnte euch trotzdem einen kleinen Einblick geben. So ein bisschen auf in die Art und Weise, wie ich mit den Märkten umgehe, wie ich meine Trades plane. Ja, dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, als euch einen erfolgreichen Trading-Tag noch zu wünschen. Schön vorsichtig nachher heute Mittag, am besten erst irgendwie um 15 Uhr oder so wieder anfangen, dann neue Trades aufzubauen und neu zu analysieren. Ja.
Und dann sage ich auf jeden Fall bis zum nächsten Mal, gerne hier auch bei FX Flat und CapTrader wieder. Ansonsten, wie gesagt, immer bei mir samstags, wer ein Traders Yard nutzt, vielleicht auch einfach mal in den Traders Yard reinschauen. Da kann man sich dann auch einfach ganz unverbindlich und kostenfrei für diese Webinare anmelden. Und ja, dann verbleibe ich mit freundlichen Grüßen, wünsche euch alles Gute und sage bye bye bis zum nächsten Mal.